Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum nächsten Kampf von Hassan versus Kiri, beziehungsweise Hassan schlechter gegen Kiri, weil der da nicht mehr hingepasst hat. So, Hassan, mein Freund, du hast hier nämlich ein paar Probleme heute. Vor allem hast du allgemein Probleme, weil du sehr, 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 sehr wenig Leben hast. Da solltest du dran arbeiten. Jedenfalls haben wir hier ein Leben von 350, Schaden 26 bis 31. Erstschlag ist 9, kritischer beträgt 50 und der DPS-Wert insgesamt dann 51. Also er hat ordentlich Schaden, kann aber sehr, sehr wenig einstecken. Ein Ausweichschlag von 16% ermöglicht es ihm dann ein bisschen länger auszuhalten. Zudem hat er einen Papagei, der ihm hier nicht wirklich viel hilft. Kommen wir zu Kiri. Kiri hat auch 350 Leben, hat annähernd so viel Schaden wie Hassan. Jedoch auch einen richtig guten DPS-Wert von 46. Eine Crit-Chance von 30%, eine Ausweichchance von 8%. Und somit beginnt auch bei dem Erstschlag von 2 der Hassan mit dem Kampf. So, Kiri hat allgemein niedrige Werte, kann aber ganz gut zuschlagen, wenn sie es möchte. Und das wird sie dann wahrscheinlich auch. Wir werden jetzt einfach mal den Kampf starten und gucken, wie es dann ausgeht. Also, let's go! Wir beginnen mit Hassan mit 48 Schaden. Wie gesagt, jeder Schaden hier tut weh, weil beide sehr wenig Leben haben. Wie wir sehen, haben sie sogar annähernd den gleichen Schaden, wenn auch nur gering. Hier kommt es wirklich nur noch darauf an, wer die meisten Crits landet. Und Hassan hat bereits einen Crit gelandet. Kiri kann da noch nicht ganz mithalten. Wir hoffen alle, dass Kiri noch ein, zwei Crits hinkriegt. Ansonsten war es das für sie, denn dieser Crit wird Hassan einen Vorsprung erteilen, den Kiri nicht aufholen kann. Da kommt der zweite Crit und das bedeutet, Kiri, du musst ausweichen und gleichzeitig zwei Crits landen. Das war kein Crit, leider kein Crit dabei und somit ist Kiri leider gestorben. Kiris Kampf ist vorbei, Hassan wird nächste Woche einen neuen Kampf noch vor sich haben. Denk dran, dir die Items des Verlierers zu schnappen und dir daraus etwas Neues zu basteln, bauen, generieren, irgendwas, um den nächsten Kampf zu bestehen. Denn wir gucken jetzt nämlich auf die Tabelle und wie wir sehen, Kiri ist damit rausgeflogen und Hassan ist in der nächsten Runde und muss gegen Baxi antreten. Der nächste Kampf ist Zero, meine Wenigkeit, gegen Irengard, ist einer der stärksten im Vault. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe, ich komme weiter. Drückt mir die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.